Einen wunderschönen, da bin ich schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch, ja, zu einem neuen Angezockt. Und zwar haben wir, ich nehme wieder 4K HDR auf, deswegen keine Kamera. Wir haben die Story beim letzten Mal angespielt, um die 40 Minuten, um reinzugucken, wie die Qualität jetzt ist. Und jetzt wollen wir mal den neuen Infiltrator-Modus testen. Der ist ja neu in der Version. Ich weiß gar nicht, kommt der für die PS4 auch? Glaube ja, auch als DLC, glaube ich. Bei der DLC-Mission wird... Schon ist ca. 45 Minuten und muss in einer Sitzung abgeschlossen werden. Sobald der Infiltrator zerstört wurde, ist das Spiel beendet. Zu deaktivieren. Ja, da bin ich mal gespannt. Bei Manny, da kommt ja auch bald noch ein DLC, das will ich ja auch dann mir holen. Hier lassen wir das mal laufen. Ich bin mal gespannt. Terminatorbein, Terminatorarme. Räder. Bisschen nicht gleich mit Arnie, oder? Von den Lippen her, Nase. Haare um. Diesmal sind wir der Terminator und müssen Menschen killen, oder was? Nicht da irgendwo, ja, kommt mir bekannt vor. Infiltrator!
die Soundeffekte sind schon cool gemacht, ey. Schon makaber, dass man hier die Insel zerstört und dass man hier auf der feindlichen Seite ist. Das Ende mal sehen. Scheiße. Jetzt hat es aber in sich so. Das hat es aber in sich, nicht wahr? Ja, wir fangen mal von vorne an. Nice night for a walk, eh? Little piece of shit! Just fucking leave Ah, hier kann ich euch noch was zeigen. Das ist, wie wir die Waffe denn verbessern können. Da finden wir dann noch Mods und dann kann man die anpassen und dann kriegt die mehr Bums.
nichts. Ich würde sagen, das reicht. Sonst wird es hier noch zu lang. Kann man das irgendwie. Achso, schade. Ich habe, da kommt die Terminator-Musik noch. Aber leider nicht. So. Dann würde ich jetzt hier auch einen Schlussstrich machen. Dann kann ich das nämlich hinter dem letzten Video noch hinten ranhängen. Also zweites Video online schalten. Ja, der Modus jetzt ist halt nur ein DLC. Bei der Version ist er mit bei. Ich weiß nicht, was er in echt kosten würde. Also für Fans der Serie bestimmt cool. Kommt aber auf den Preis an. Ja. Als Terminator Menschen auslöschen hat schon was, aber das bockt mich jetzt so nicht so richtig. Cool, dass es das gibt, aber ich finde eher so klassisch, rein klassisch, das geil, mit Menschen, mit den Menschen zu spielen, die Gemeinschaft aufbauen, Ressourcen suchen und alle drum und dran, um die Gemeinschaft größer und besser machen zu machen und die Waffen besser zu machen, um halt die Terminatoren, also T-1000 und so, auslöschen zu können, finde ich viel geiler. Aber nichtsdestotrotz ist cool gemacht. Ihr könnt ja mal unterschreiben, für wen das DLC was wäre, wem das interessiert. Ja, mehr gibt es da jetzt eigentlich nicht zu sagen. Nur, ich hoffe, hat euch gefallen. Sollt ihr auch nur ein kurzes angezockt sein. Ist ja auch nur ein kleines DLC. Ein Gimmick, was bei der Version jetzt hier mit bei ist. Im Shop halt einzeln zu finden. Ich habe keine Ahnung. Ich bin jetzt weg. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Haut da rein. Ahoi.